Wir sind heute im Kloster zu Besuch bei Schwester Sabine in der Kräuterwerkstatt. Hallo Schwester Sabine, Sie sind Trappistin. Ja, eher noch Zisterzienserinnen. Das heißt, unser Orden stammt aus der Abtei Cittur in Burgund aus dem 12. Jahrhundert. Und wir leben nach der Regel des heiligen Benedikt. Was heißt das? Das heißt, Gebet und Arbeit strukturiert Ihren Tag. Stimmt es so? Das heißt, wir beten. Wir machen aus unserem ganzen Leben ein Gebet. Egal, was wir tun, das muss immer betend sein. Wir sind bewusst, dass der Herr Gott da ist und dass er uns führt und dass wir auf ihm hören sollen und mit ihm wirken. Sie haben aber den ganzen Tag über noch etwas anderes zu tun. Sie sind in der Kräuterwerkstatt tätig. Was machen Sie denn? Wir machen erstmal Likör und Hautöl für die Haut. Für was ist das gut? Wenn man das Haut zu trocken hat, bei Sonnenbrand oder bei leichten Brandwunden, dann hilft das, ja. Wo haben Sie denn das gelernt, die Elixiere zu mischen? Von Vorgängerinnen. Die haben mir die Rezepte weitergegeben und ich tue das, wie sie es mir gesagt haben. Ist das so ein altes Rezept? Nee, das ist nicht ganz neu, aber doch für unsere Verhältnisse angepasst von einer Schwester, die Ahnung hatte. Ist das so mit dem lieben Gott auch? Sie machen und er macht es schon dann noch besser oder richtig, oder? Also weil er da ist, dann verhalte ich mich anders. Er wirkt auf mich, dass ich mich nicht zu ernst nehme, dass ich meine Arbeit tue und recht gut mache, ohne mich wichtig zu machen. Wie lange sind Sie denn schon im Kloster hier, Maria im Frieden? Seit 1968. Haben Sie das manchmal bereut, oder? Nee. Nee, ich bereue das nicht. Das ist gut. Was haben Sie für eine Ausbildung gemacht? Also hier das Noviziat und vorher nichts Vernünftiges. Ich habe überall gesucht, wo die Wahrheit ist und ich fand die nicht. Hier haben Sie sie gefunden? Ja. Die Wahrheit ist das Leben. Auf den beiden Füßen, wie ich bin da. Das ist Erfahrung, das ist Zusammenleben, das ist gegenseitig sich lieben und sich gut machen.